Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Mobility-Training. Wir wollen uns heute so richtig schön durchbewegen, wichtige Gelenksysteme durchbewegen für unsere Gesundheit. Mach einfach so mit, wie du dich wohlfühlst. Alles ist richtig. Wenn die ein oder andere Seite nicht so funktioniert, macht nichts. Einfach ausprobieren. Wichtig ist, dass wir in der Mitte stabil sind, wenn wir uns bewegen. Also aktiviere gleich deine Körpermitte und stell dich hüftschmal auf, sodass ein Fuß ungefähr zwischen deinen Füßen Platz hat. Knie sind durchlässig. Lass ruhig mal deine Schultern ganz locker nach hinten kreisen. Wichtig ist auch immer, dass dein Atem fließt. Dann lässt du deine Schultern nach hinten unten fallen. Du darfst deine linke Handrück einstützen und die rechte geht nach vorne, die Schulter, und wieder zurück. Handrücken zu mir, Handfläche zu mir. Genau. Dein Tempo. Mach ruhig jetzt etwas größer, versuch eine liegende 8 neben deinem Körper zu zeichnen. Gleich nochmal groß werden in der Bewegung. Und jetzt nimmst du deinen Arm über Kopf. Stell dir vor, du hast hier eine Tasse in der Hand. Über Kopf und diese Tasse bewegst du zum Brustbein und wieder weit nach außen ausholen. Großen, stehenden Achter eigentlich. Noch einmal und dann kommst du wieder zur Mitte, löst einen Moment, spürst nach. Finde mal ganz spannend auch, wie fühlen sich jetzt die zwei Seiten unterschiedlich an. Merkst du was? Vielleicht fühlt sich die Seite höher an jetzt. Ich würde sagen, wir machen auch noch die andere Seite, oder? Stütz dich hier ein und beginne zuerst nur die Schulter vor und zurück zu ziehen. Erstmal klein. Dann kannst du größer werden, eine liegende 8 zeichnen. Vielleicht noch größer. Und dann nimmst du jetzt den Arm und machst einen großen Kreis, Tasse auf die Hand, nach vorne durch und wieder nach außen, weit und groß. Atmen. Und dann kommst du langsam wieder zurück zur Mitte, löst auf, spürst nochmal beide Seiten. Müssten sich jetzt wieder gleich anfühlen. Lass locker. Nimm jetzt deine Fußspitzen in eine leichte Grätsche. Nimm deinen rechten Arm und hab das Gefühl, du legst dich über einen riesengroßen Ball hier drüber. Stütz dich mit der Hand ein, ganz rund werden. Dann nimmst du deine linke Hand mit und drehst dich zur Seite auf, zur anderen Seite. Nochmal rund nach vorne, aufdrehen und rund, aufdrehen, jawohl.
Brustwirbelsäule bewegen. Und wenn du oben bist, dann nimmst du ruhig auch deinen Blick in Richtung Schulter, drehst dich hier schön auf, Bauch ist gespannt, Blick, Brustbein öffnen, rund werden. Letztes Mal noch und stütz dich auf, verlagere nach rechts und links dein Körpergewicht ruhig weit, sodass du deine Hüftgelenke mobilisierst. Und alles ist richtig, wie gesagt, du machst es immer so, wie du dich wohlfühlst. Und wenn du jetzt nach rechts gehst, schau mal, dann drehst du schon einmal deine linke Hand zum Oberschenkel. Und genauso machst du das auch, wenn du nach links gehst. Ruhig über die Schulter rüberschauen, nochmal. Rotation in der Brustwirbelsäule ist wirklich wichtig für einen gesunden Rücken. Bleib jetzt hier, stopp, stütze dich mit der linken Hand ab, Rücken ist gerade und jetzt öffnest deine Hand zur Schulter, öffne deinen Ellbogen so weit wie du kannst und komm wieder nach vorne zurück. Schieb den Ellbogen nach vorne, nochmal öffnen. Und zurück. Zurückkommen, Seite wechseln, sehr schön. Aufstützen, Rücken gerade. Hand zur Schulter aufmachen und nach vorne kommen. Merkst du einen Unterschied rechts und links? Komm zur Mitte zurück, beide Knie beugen, Rücken ganz rund, Kopf rein und nochmal ganz gerade nach vorne schauen. Jetzt den Rücken rund und nochmal gerade. Noch einmal. Und wenn du gerade bist, dann richte dich ganz gerade auf, komm zum Stehen, zieh dein rechtes Knie hoch, schau mal, nach innen, außen, links genauso, innen, außen, nochmal. Hüftgelenke. Und dann bleib auf rechts stehen. Ich mache spiegelverkehrt, ein bisschen seitlich zu dir. Du kannst dich auch gerne irgendwo festhalten, heb dein linkes Bein an, Fußspitze ranziehen und jetzt schieb dein Bein so weit nach hinten, wie du aufrecht bleiben kannst. Hol dir das Knie über die Seite wieder nach vorne. Nochmal. Also wie gesagt, festhalten ist erlaubt. Komm wieder zur Mitte zurück, sehr schön, Schritt auf die andere Seite, Knie anziehen, aufrichten,
Ferse schiebt nach hinten, über die Seite wieder nach vorne ziehen. Gar nicht so leicht, so zu stehen, oder? Ruhig festhalten. Noch einen. Und wieder auflösen. Schritt zur Seite. Knie strecken und mal ganz entspannt dein Becken kreisen. Was rückt die Knie gestreckt jetzt? Richtungsänderung. Wieder zur Mitte zurück und roll deine Füße ab, rechts von der Fußspitze auf die Ferse, links, rechts, links, genau, ganz leise abrollen, Fußgelenke bewegen und jetzt schwing deine Arme locker um deinen Körper. Mobilisation, Brustwirbelsäule, Hüftgelenke, Fußgelenke. Kleiner werden, zur Mitte kommen, Füße abrollen, immer noch. Die Arme nimmst du jetzt locker mit und jetzt roll wirklich von der Fußspitze auf die Ferse ab und schieb deinen Fußrücken bewusst nach vorne. Ganz wichtig, bewegliche Fußgelenke für gesunde Knie übrigens, also beweg dich da richtig schön durch. Dann langsam zur Mitte kommen, auslockern, hinsetzen. Könntest jetzt auch ein Kissen holen, auf das du dich draufsetzt. Komm nach unten, was für dich angenehm ist. Beine sind mindestens so breit wie deine Hüfte aufgestellt. Stütz dich hinten ab und lass deine Knie einmal nach rechts und einmal nach links kippen. Mobilisation, Hüftgelenk. Ganz locker. Hüftgelenke, wenn die zu fest werden, dann merken wir das oft in den Knien oder im unteren Rücken. Also mobile Hüftgelenke sind wichtig. Bleib dann in der Mitte beim nächsten Mal. Stell deine Füße auf, häng dich in deine Oberschenkel, lass deine Wirbelsäule rund werden, Kopf rein und atme nochmal ein, öffne dein Brustbein, nochmal ausatmen, ganz rund und einatmen, aufrichten. Einmal, bleib jetzt hier aufgerichtet, bleib mal so, ich komme ein bisschen mehr zu dir. Also es wäre wirklich einfacher mit Kissen unter deinem Gesäß, ansonsten streck dich wirklich so lang wie es geht in die Aufrichtung und nimm einen Arm zur Seite, Blick geht mit nach unten, Gesäß bleibt auf dem Boden
und du wechselst gleich die Seite, ausatmend Seite, einatmen, wechseln. Deine Wirbelsäule seitlich bewegen. Komm dann zur Mitte nach oben und dreh dich jetzt einmal nach rechts, so weit wie es geht. Wichtig ist wieder die Aufrichtung, sehr schön. Und dann kommst du gleich mit dem Ausatmen zur anderen Seite. Rück am Knie, Oberschenkel oder Unterschenkel festhalten und wechseln. Ausatmen, ein. Noch einmal, bleib dann, komm wieder zur Mitte, entspannt sitzen bleiben, ganz egal wie du jetzt am liebsten sitzt, möglichst aufgerichtet, schließ deine Hände und versuch deine Handgelenke noch schön durchzubewegen. Kannst die Füße auch nach vorne aufgestellt lassen. Dann löse und dann öffne und schließe deine Hände. Mal so richtig fest aufmachen, zumachen, Fingergelenke durchbewegen. Und du wirst merken, das macht man gar nicht so oft. Eine schöne Übung für zwischendurch. Für die Füße wäre auch ganz schön zwischendurch mal murmeln oder Taschentuch aufheben. Erstens stärken wir so die Muskulatur und bewegen natürlich auch die Zehengelenke. Lockere aus, schüttel deine Hände aus. Dann komm mit einem Fuß nach vorne, anderer Fuß stellt dann auch hinten auf und komm auf deine Hände, auf deine Füße, stütz dich auf die Oberschenkel und roll dich jetzt Wirbel für Wirbel zum Stehen. Untere Rücken startet, kommst ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben, schüttelst dich aus, lass die Schultern nochmal zurückreißen, atme ein und beweg dich jetzt komplett nochmal durch, alles, vielleicht magst du auch deine Zehengelenke durchbewegen, probier es mal aus, wie weit die beweglich sind. Wie weit kannst du deine Zehen umbiegen? In die Richtung oder aber auch in die andere Richtung. Und du wirst merken, gibt es vielleicht eine gute und nicht ganz so gute Seite. Und auch deine Finger. Ich glaube, wir haben alle Gelenke durchbewegt, oder? Fühlt sich gut an? Dann öffne natürlich deine Arme, richte dich auf und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitbewegen, sehr schön. Fühlt sich gut an? Schreib ruhig unten, wenn du Lust hast, in die Kommentare, wie du dich jetzt so fühlst. Wenn es dir gefallen hat, drück Gefällt mir. Du kannst übrigens auch zum Beispiel Mobility und Gabi Fastner oder Beweglichkeit Gabi Fastner in die Suchzeile von YouTube eingeben. Dann findest du noch viel mehr Videos. Wenn du magst, könntest du meine Arbeit unterstützen. Vielen Dank. Der Link ist unter dem Video, heißt Steady. Deine Unterstützung mit monatlich 5 Euro oder 10 oder 20, was auch immer du Lust hast. Dankeschön. Freue mich auch, wenn du jemanden einlädst, sich mitzubewegen. Umso mehr Menschen sich bewegen, umso schöner natürlich. Oder wir sehen uns ganz einfach bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann!